Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen, liebe Kollegen, liebe Medienvertreter, zur abschließenden Pressekonferenz nach Spiel 3 der Viertelfinalserie zwischen den Adler Mannheim und den Kölner Haien. Bei mir sitzen die beiden Cheftrainer, zu meiner rechten Uwe Krupp und zu meiner linken Bill Stewart. Und auch heute gebührt das erste Wort natürlich dem Gästetrainer. Uwe, Glückwunsch zum Sieg. Deine Analyse zum Spiel. Ja, danke. Guten Abend. Ja, ein weiteres sehr enges Spiel. Körperbetont, Torchancen auf beiden Seiten. Ja, ist das ein echtes Playoff-Spiel, würde ich mal sagen, mit dem glücklicheren Ende für uns. Wie gesagt, sehr enge Angelegenheit. Ich glaube, für beide Mannschaften ist es echt ein Kraftakt, da draußen zu spielen. Und wir haben heute einen guten Job gemacht, einen riesen Fight hingelegt. Mirko Pankowski war super für uns im Tor, hat uns eine Chance gegeben, wenn Mannheim am Drücker war. Und ja, freuen uns über den Sieg und in zwei Tagen geht's weiter. Dankeschön. Danke, Uwe, für den Moment. Bill, your statement, please. Yeah, congratulations, Uwe. You guys picked up the win. I thought we played real well with the puck, and it was a tight game. When you get up into the scoring chances that we had during the game, breakaways and all that stuff, you got to put it in the net. That's the bottom line. Danke. Thank you, Bill. So viel zu den Statements der beiden Cheftrainer. Gibt es an dieser Stelle Fragen? Tobias Kasbecken von der Kölnischen Rundschau. Hallo Uwe. Für David McIntyre war es das bereits dritte Tor der Serie. Kannst du ein paar Worte zu ihm sagen? Ja, Mac ist natürlich eine unserer Säulen, der geht voran in den Spielen, schon die ganze Saison, jetzt nichts Außergewöhnliches in den Playoffs, würde ich mal sagen. Ich glaube, jeder, der die Kölner Haie verfolgt, sieht, was er für uns für einen Job macht. Und ja, auch für unsere jungen Spieler ist einer, an den sie sich orientieren können. Und wie gesagt, ein Vorbild für viele Spieler bei uns. Freut mich für ihn. Und ich weiß aber, ich glaube, insgesamt, das war heute, wir haben das komplette Spiel mit 4 Reihen durchgespielt. Da hat jeder seinen Beitrag geleistet und insgesamt, ohne dass ich will das nicht zu klein reden vom Mac, aber das war eine echte geschlossene Mannschaftsleistung heute für die Jungs, dass sie im Spiel bleiben können. Und gegen Mannheim reicht ja nicht irgendein Spiel, sondern es muss ein besonderes Spiel sein. Und das haben wir heute von der gesamten Mannschaft bekommen. Weitere Fragen? Sieht nicht danach aus. Dann bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit. Danke auch an beide Coaches, Uwe, dir und deiner Mannschaft. Eine gute Reise zurück nach Köln. Wir sehen uns am Dienstag wieder. Weiter geht's dann hier in Mannheim am kommenden Freitag mit Spiel 5. Erstes Bulli fällt dann um 19:30 Uhr. Bis dahin noch einen schönen Sonntagabend. Kommt gut nach Hause.